Die Kamera läuft. Ja, das ist schade. Okay. Na dann. Können laufen. Okay, please come. Das ist ein Mutminat, Baba. Ich hätte ja nie gehört. Was ist das denn? Dann war Tani. Ich hatte gerade den Haus noch. Mutminat. Ja, ja. Solo, Kamera fertig. Film ist eigentlich ganz einfach. In unserem Fall braucht man gute Regieanweisungen in unterschiedlichen Sprachen, etwas Handwerk und die Idee, Sadhus auf einer Pilgerreise zu begleiten. Ach ja, und etwas Geduld. Oft müssen Szenen mehrmals wiederholt werden, bevor sie im Kamerakasten sind. Da können schon mal die Schuhe anfangen zu drücken oder auch die Socken qualmen. Film fängt schon lange vor Drehbeginn an. Das richtige Equipment muss sorgfältig ausgesucht werden. Schließlich wird alles Gepäck auf den Rücken von Menschen transportiert. Ob Zelte, Essen, Lampen, Generatoren oder die Zahnbürste. 35 Träger helfen uns, einige hundert Kilo Gepäck durch die tiefste Schlucht der Welt bis nach Muktinath zu tragen. Für die Nepalesen ist die Arbeit eine willkommene Abwechslung und eine gut bezahlte dazu. Einige Filmszenen verlangen vom Team größeren Einsatz. Schließlich suchen wir nach dem geeignetsten Standort, um besten Film zu machen. Da wird unser Kameramann Jürgen Volz schon mal zum Wassermann und das Stativ wird zur Wasserstütze umfunktioniert. Tonmann Manfred De Lorenzi kommt ins Schwitzen. Wehe, sein Tonhund mit Mikro fällt ins Wasser. Dann ist es mit dem Filmen vorbei, zumindest mit Ton. Geht doch, Manfred. Und hin und wieder muss auch Hanuman geholfen werden. Ah, jetzt fällt er hin. Entlang am großen Himalaya-Fluss Kali Kandaki schlängelt sich der Weg stundenlang bis zu den nächsten Filmetappen. Uns erwarten größere und kleinere Kletteraktionen. Fast alle verlieren vom Laufen ein paar Kilos, denn die Mittagspausen fallen aufgrund von Zeitmangel spärlich aus. Vor allem aber gibt es stramme Wagen. Immer wieder muss einer vom Team die Felsen hochkrabbeln, um neue Anweisungen an unsere Akteure zu geben. Manchmal weichen Szenen vom ursprünglichen Plan ab. Wir sind abhängig von örtlichen Bedingungen, dem Wetter und der Kooperation der Menschen in Nepal. Der orange Rahmen zeigt dann die Szenen so, wie sie im sendefähigen Format aussehen. Gut, dass unser Guide Shiva und Manfred etwas vom Stromklau verstehen. Selbst in der Bergwelt Nepals entstehen gute Bilder nur durch gutes Licht. Lampen müssen aufgebaut werden und angesichts dieser Bilder weiß man nun, woher der Name Kabelfernsehen stammt. Die Pedanterie, guten Film zu machen, führt oft zu unverständlichem Kopfschütteln und manchmal auch zu Ratlosigkeit. Die Sadhus bereiten sich auf ihren Einsatz vor. Ruhig nehmen sie die Anweisungen von Dieter oder Jürgen entgegen, obwohl sie unser Vorhaben sicherlich kaum verstehen. Filmlampen und ein Farbfernseher mitten in der Pampa, so verrückt können nur die aus dem Westen sein. Is it possible, Shiva, to that you just sit here? Sogar die Sitzordnung beim Abendbrot unterliegt strengen Regeln. Den Pultdruck von der rechten Seite. Szenen aus dem Film.
Eine Minute Film, weit über eine Stunde Filmmaterial, das hier in 60-facher Geschwindigkeit abläuft. Die Schmink-Session mit den Sadhus dauert für uns einen ganzen Vormittag. Ein und dieselbe Situation muss jeweils aus der Totale und aus der Nähe gefilmt werden und auch noch von verschiedenen Positionen. Er hat, he should make again, in his hand the cover. Stopp a moment. Okay, gut. Für die Sadhus ist es natürlich rätselhaft, warum sie manche Aktionen mehrmals hintereinander machen müssen. Geduld ist angesagt, für beide Seiten. Stopp. Was denn jetzt? Du willst stoppen. Sag mal, das klappt das. Stopp heißt Stopp. Okay, was nur gern. Kommunikationsschwierigkeiten kommen hinzu. Subodas muss sich für uns immer wieder neu mit Asche einreiben, bis die Einstellung passt. Hanuman folgt immer wieder den Anweisungen Jürgens, wie er für die Kamera seine Hand zu führen hat. Film besteht nicht nur aus Vorbereitung und Dreh, sondern auch zum großen Teil aus der Nachbereitung. Zuerst wird eine Timecode-Liste erstellt, auf der alle Szenen schriftlich festgehalten werden. Anhand der Timecode-Liste und entsprechendem Vorstellungsvermögen wird der Schnittplan angefertigt, also der Filmablauf festgelegt. Danach werden am Schnittplatz entsprechend der Vorüberlegungen die Bilder oder besser die Sequenzen sinnvoll aneinander gehängt. Unsere Cutterin Annemarie muss absolut fit mit dem Computer umgehen können, um die Wünsche des Autors präzise und schnell umsetzen zu können, aber auch um eigene Vorschläge zu realisieren. Schnitt ist ebenso wie der Dreh Teamarbeit. Dann gucken wir doch hier mal. Guck mal, dass der Hanuman, ja. Hanuman, dass der die Hand unten hat. Ja, stimmt, ja. Ja, das sieht doch gut aus. Ja, kannst du so eine Katze gerne nachher suchen, ne? So, da geht's hoch. Ja. Gucken wir mal. So. Und so erleben Sie die Szene wieder im Film. Zum Teil noch ohne Ton. Manchmal ist sie nicht so leicht, die Musikauswahl. Aber die richtige Dramatik erhält der Film oft erst durch die richtige Musik und durch die entsprechende Mischung mit den Originalgeräuschen. Ein Beispiel. Ja, legen wir auch mal ein bisschen so ungefähr das Ende fest. Kannst du ein bisschen überhängen lassen, ja. Bis zu dem, bis Ende schwenken. Boah, die ist ja klasse. Also nur Rama, die siebte Inkarnation. Nach dem Schnitt wird getextet und dann folgt die Sprachaufnahme, meistens mit einem Profisprecher. Helmut Winkelmann hat zwar sehr viel Erfahrung, aber dennoch muss vor der Sprachaufnahme der Text ausführlich durchgesprochen werden. Es gibt nicht nur Fragen zur Aussprache. Da er ja den Inhalt des Films zunächst nicht kennt, kann für ihn auch manches missverständlich sein. Der Text ist natürlich auf die Länge der Sequenzen abgestimmt, aber bei der Sprachaufnahme kommt es manchmal wirklich fast auf die Zehntelsekunde. Eine Schlechtwetterfront zieht auf.
Können wir das bitte noch mal stoppen? Ich hätte das gerne, Helmut, ich hätte das gerne wirklich genau getimt. Also es war jetzt etwas zu viel. Mach es noch mal bitte mit 39, ja? Es ist je nach Schwierigkeit und Vorbereitung dauert die Sprachaufnahme für einen Dreiviertelstundenfilm etwa 2,5 bis 3 Stunden. Eine Schlechtwetterfront zieht auf. Der Film wird endlich fertig. Für mich nach fast 3 Monaten Arbeit. Die Endmischung, so der Fachjargon. Geräusche und Musik, die vorgemischt wurden, und die Sprache werden jetzt ins richtige Mischungsverhältnis gesetzt. Fingerspitzengefühl an den Reglern ist gefordert. Am Mischpult Michael alles. Doch unsere Sadhus, sie nehmen es gelassen hin. Was haben wir gesagt? Film ist eigentlich ganz einfach. Naja, auf 3800 Meter kann sich das schon mal ändern. Die Kälte Nepals hat uns überrascht und die Generatoren sind auf die dünne Luft in Muktinath nicht gut zu sprechen. Die Lampe flackert. Diese Lichtveränderung würde im Film zu sehen sein. Jürgen muss die Kamera gegen die Technikerschlüssel austauschen. Die Zeit rennt, wir drücken die Daumen. Kalte. Leider umsonst. Das war ja ein schöner Reinfall. Doch wir sind vorbereitet. Die Ersatzlampe wird ausgepackt, die Akteure werden erneut zum Drehort geleitet und Gott Shiva sei Dank. Die akkubetriebene Handlampe funktioniert und ermöglicht letztendlich doch noch passable Bilder. Oder? Die Situation vor Ort wird noch kritischer. Die Nerven aller sind angespannt. Das Schneetreiben hat uns eiskalt erwischt und Technik wie auch Kleidung sind bald durchweicht. Mit diesem Wetterumschwung hat niemand gerechnet. Wir haben Angst um Hanuman. Er ist 85 und hat nicht viel zuzusetzen. Wird er Kälte und Schnee gut überstehen? In den Fingern steckt kaum noch Gefühl. Doch Jürgen muss auf Handschuhe verzichten, um die Schärfe richtig ziehen zu können. Das Wetter erschwert den Dreh, denn nun müssen die Szenen beim ersten Versuch sitzen. Es klappt. Die Bilder sprechen für sich. Auch Jürgen ist zufrieden. Beim Rückflug von Jommison nach Pokhara sind die Strapazen in Muktinath bereits vergessen. Unsere jungen Sadhus spielen James Bond und Hanuman sieht dem Flug wie immer gelassen entgegen. Nur uns ist etwas mulmig zumute, als die alte, klapprige Twin Otter auf die Himalaya-Berge zufliegt. Kaum zu glauben, das Abenteuer geht dem Ende entgegen. Der Tag des Abschieds in Pashupatinath. Für uns alle war diese Tour mit den Sadhus ein Erlebnis. Und es ist tatsächlich so eine Art Freundschaft zwischen uns entstanden. Doch jeder von uns wird ja auch wieder zu Hause erwartet. Jürgen Volz, der Kameramann, und Manfred De Lorenzi, der Tontechniker. Mond, Mond. Wir alle werden die Zeit mit den Sadhus nicht vergessen. Ich selbst nicht. Heidrun Buchmeier, die Film- und Fotoassistentin, nicht. Und auch nicht Dieter Glogowski, unser Expeditionsleiter, ohne den diese Reise niemals möglich gewesen wäre.
Wir haben alle sehr viel gelernt. Bam, 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 bam.